Arbeiten. Ja, ey, auflegen. Ich beeile mich jetzt, okay? Ja. Hallo. Das hier ist mein Kumpel Freddy. Und wir zeigen euch heute, wie man einen 180 macht. Um den 180 zu schaffen, muss man sich natürlich drehen. Und zwar beim Aufrichten aus den Schultern heraus. So wie man sich auch dreht, wenn man ohne Rad springt. Der Kopf spielt auch eine wichtige Rolle und sollte sogar noch deutlicher gedreht werden als der Oberkörper. Ein guter Bunny Hop ist Voraussetzung. Wie der geht, habe ich ja schon in einem vorherigen Video erklärt. Den braucht man jetzt natürlich. Okay, also. Logischerweise gehst du kurz vor dem Bunny Hop in die Hocke. Und genau währenddessen sollte auch Folgendes passieren. Das Vorderrad macht eine leichte Kurve. In dem gleichen Moment, wo du mit dem Abspringen beginnst, dreht sich dein Oberkörper, schraubt sich sozusagen hoch. Es ist sehr wichtig, dass das gleichzeitig passiert. Du springst in die Drehung hinein. Bis dein Hinterrad den Boden verlässt, hast du dich schon ein deutliches Stück gedreht und hast noch genug Schwung, damit du jetzt in der Luft das Fahrrad mitdrehen kannst. Der Kopf muss sich unbedingt mitdrehen, denn du willst ja dahin schauen, wohin du dich drehst. Also nochmal, das Wichtigste ist das richtige Timing. Während man in die Hocke geht, macht das Vorderrad schon eine leichte Kurve. Das Abspringen und Drehen passieren gleichzeitig und der Kopf und der Blick gehen in die Drehrichtung. Je höher der Bunny Hop ist, desto mehr Zeit hat man, um sich zu drehen. Also schön tief in die Hocke gehen vorher. Zum Anfang kann man ja erst 90 Grad als Ziel nehmen. Da kann man sich wunderbar rantasten und gucken, welche Erfolge man erzielt, bis es dann irgendwann 180 Grad sind. Geeignete Markierungen sind überall zu finden. Als nächste Stufe kann man zum Beispiel üben, wie man kleine Bordsteine hochkommt. Und dann irgendwann große Bordsteine. Wie Rückwärtsrollen geht und wie man sich aus dem Rückwärtsrollen wieder umdreht, das kommt dann in einer nächsten Folge. Bis dann und viel Erfolg beim Lernen. Hoffentlich wird dieses Wetter bald mal besser. Hält ja kein Mensch aus. Immer kalt und nass. Furchtbar.